Es war die größte Baustelle Europas. Hier in der Altmark, nahe Stendal, wurde es gebaut. Das größte Kernkraftwerk der DDR. Hier war ja alles neu. Und ich muss mal so sagen, hier war es manchmal so neu, dass man morgen noch nicht wusste, wie es weitergeht. Für das Mammutprojekt wurden Arbeiter aus der gesamten Republik nach Stendal abkommandiert. Mehr als 10.000 waren es in Spitzenzeiten. Dazu Maschinen, Werkzeuge und Material. Auf dieser Baustelle gab es eigentlich alles. Hier gab es Beton, hier gab es Kies, hier gab es Steine. Eigentlich alles das, was sich der Häuslebauer so wünscht. Geld für den Kraftwerksbau war genügend vorhanden. Unglaubliche 18 Milliarden Mark stellte die SED-Parteispitze dafür zur Verfügung. Wir haben enorme Summen hin und her bewegt. Und wir durften aber über das Baugeschehen keine Informationen weitergeben. Das Unglück von Tschernobyl änderte jedoch die Einstellung vieler DDR-Bürger zur Atomkraft. Gerade deshalb intensivierte die Staatssicherheit ihre Überwachungen auf der Baustelle. Mehr als 100 Mitarbeiter der Stasi gab es damals im KKW. Überreste des Reaktorblocks 1. Die Ruine eines gigantischen Traumes. 4x1000 Megawatt Strom sollte das KKW nach Fertigstellung liefern. Genug, um 7 Millionen DDR-Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. In der Nähe von Stendal sollte nach Lubmin und Rheinsberg ein drittes Kernkraftwerk entstehen. Das größte und leistungsstärkste der Republik. Doch der geplante Bau war an Bedingungen gebunden. Aus Sicherheitsgründen musste der Standort weit genug weg sein von großen Städten. Da viel Wasser für die Kühlung der Reaktoren gebraucht wurde, musste ein Fluss in der Nähe sein. Die Wahl fiel auf ein Fleckchen Erde in der östlichen Altmark. Doch es gab ein Problem. Direkt an der Elbe, wo die Planer den idealen Standort für das Kraftwerk ausgemacht hatten, befand sich eine Ortschaft. Das kleine Dorf Niedergörne. Es wurde von staatlicher Seite organisiert, diesen Auszug, diese Umsiedlung, diese Umquartierung, egal wie man sie nennen möchte. Aber wenn man dann ältere Damen und ältere Herren am Gartentor sieht, wenn man sich verabschiedet. Und dann kommt einem die Frage, was wäre, wenn jetzt zu dir einer gekommen wäre, verlass mal dein Haus und deinen Garten und geh woanders hin. Es war also nicht so einfach, aber es war für mich eine Notwendigkeit. Wollen wir das KKW, dann müssen wir Niedergörne weichen lassen. 1973 beschloss der Ministerrat der DDR, das Dorf an der Elbe abzureißen und die 120 Bewohner umzusiedeln. Die Leute wurden entschädigt. Also es wurde der Wert ermittelt. Da gab es einen Sachverständigen, der kam ja, glaube ich, aus Seehausen. Und der hat das hier also alles aufgenommen, was an alles an Habe und an Eigentum da war. Denn der Grund und Boden, der gehört ja dem Staat. Aber die bekamen alles, was drauf war, was ihnen gehörte. Da wurde einmal der Neuwert festgestellt und dann der Zeitwert. Und dann bekamen die den Zeitwert ausgezahlt. Einer ist da mit der Liste rumgelaufen und hat natürlich die Obstbäume erfassen müssen. Und da wurde dann eben, wenn nur 9 Kirschbäume standen, unter uns gesagt, auch mal 11 oder 12 gezählt. Obwohl alle Bewohner entschädigt wurden, fiel einigen von ihnen der Abschied schwer. Die alten Leute, die sind sehr viele noch gestorben. Die konnten das nicht verkraften. Ja. Und das ist ja. Und wir haben ja ein paar Mal noch um uns gesträubt dagegen, ja. Versammlung, denn nochmal.
Und dann, naja, zuletzt haben sie gesagt, hier, sind sie noch mal letzte Mal gekommen und haben gesagt, hier, wenn er nicht aussieht, stellen wir euch einen Block hin in den Ständer und wer dann nicht inzieht, der hat dann eben Pech gehabt. Schrittweise verschwand der Ort und machte Platz für die ersten Baracken der Großbaustelle. Am 1. Januar 1975 wurde der VEB-Kernkraftwerk Stendal offiziell gegründet. Ende der 60er, Mitte der 70er Jahre boomte die Industrie in der DDR. Energie wurde knapp. Und nur auf die Braunkohle als den einzig verfügbaren Rohstoff wollte man sich nicht verlassen. Nun, wir hatten ein Energiedefizit, das kann man so sagen. Wir brauchten Elektroenergie, um also hier die DDR wirtschaftlich am Leben zu erhalten. Und Kernenergie bot sich als Alternative an. Atomenergie war zum damaligen Zeitpunkt durchaus als umweltfreundliche Methode zur Energiegewinnung akzeptiert. Zudem hätte das KKW Stendal rund 20% des Gesamtenergiebedarfs der Republik gedeckt. Die Dimensionen der Baustelle waren für DDR-Verhältnisse gigantisch. Eine Fläche von 450 Hektar, umgerechnet rund 630 Fußballfelder, sollte bebaut werden. Mit Industriehallen, Verwaltungsgebäuden und Reaktorblöcken. Sage und schreibe, 18 Milliarden Mark der DDR hatte die Partei und Staatsführung dafür veranschlagt. Wir haben enorme Summen hin und her bewegt und wir durften aber über das Baugeschehen ja nach außen hin keine Informationen weitergeben. Und es war ja auch ein gewisser Geheimhaltungsgrad da. Und da war eine Betriebsanweisung, dass wir grundsätzlich am Feierabend alles verschließen mussten. Ja. Wie man ein Kernkraftwerk dieser Dimension baut, wussten damals nur die sowjetischen Experten. Planungs- und Konstruktionsunterlagen waren einem ausgewählten Personenkreis vorbehalten. Zum ersten Mal nach 36 Jahren betritt Christa Markgraf einen Raum, der für sie immer unzugänglich war. Damals streng geheime Dokumente liegen heute einfach so herum. Hier haben die sowjetischen Spezialisten ihre ganzen technischen Dokumente und alle betrieblichen Unterlagen gelagert. Gesessen hat hier wohl keiner, weil die Regale eben hier noch stehen. Und ich bin eigentlich enttäuscht, wie man so wichtige, damals wichtige Unterlagen einfach so hinschmeißen kann. Ein weiteres Problem: Wohin mit dem ganzen Personal? Rund 10.000 Bau- und Montageleute aus der ganzen Republik arbeiteten im Dreischichtbetrieb. Und die mussten irgendwo wohnen. In der Stendaler Altstadt war kein Platz für so viele Menschen. Deshalb entstanden ab 1976 in Stendal zwei komplett neue Stadtbezirke. 14.000 Wohnungen wurden gebaut. Mit allem, was dazugehört. Schulen, Kaufhallen und Polikliniken. Zusammengefasst unter dem Namen Territorial abgestimmtes Objektprogramm KKW Stendal. Auch Christa Markgraf bekam 1977 hier eine Zweiraumwohnung. Man brauchte nicht mehr heizen, man hatte warmes und kaltes fließendes Wasser. Die Mieten waren damals auch sehr moderat. Und es war ein sehr sauberes Wohngebiet, sehr ordentlich in den Außenanlagen. Und auch die Wohngemeinschaften hielten zusammen. Um die Arbeiter zur Baustelle zu bringen, wurde zwischen Stendal und dem 15 Kilometer entfernten KKW extra eine Bahnlinie gebaut. Täglich pendelten tausende KKWler hin und her. Allein 7 Jahre dauerte es, bis die Infrastruktur des Kraftwerks fertig war. Denn erst als funktionierende Werkstätten, Maschinenhäuser und Transportanlagen standen, konnte man an den Bau der Reaktorblöcke und Kühltürme denken. Die Kühltürme,
die wir gebaut haben, die waren 150 Meter hoch, unten passte ein Fußballfeld rein. Es war ästhetisch. Das ist Industriearchitektur, die auch mal ästhetisch sein kann. Wenn man vom Magdeburg kam und über diese Hügel, über diese Kuppe kam, dann sah man das Bild Stendal im Hintergrund, die Kühltürme. Das ist unwahrscheinlich. Das war ein Bild. Im November 1981 war es endlich soweit. Der Bau des ersten von insgesamt 4 1000 Megawatt Druckwasserreaktoren begann. Um die im Plan geforderten Termine zu halten, mussten die Ingenieure technologisches Neuland betreten. Hier war ja alles neu. Und ich muss mal so sagen, hier war es manchmal so neu, dass man morgen noch nicht wusste, wie es weitergeht. Das ist die Wahrheit. Im KKW wurden zudem alle Arten von Baumaterialien verwendet. Tonnen von Sand, Kies, Stahl und Holz lagen herum. Baustoffe, die in der Umgebung heiß begehrt waren. Das lud zum Diebstahl ein und so kam es immer wieder zu Materialengpässen. Dem sollte nicht nur der VEB-eigene Betriebsschutz entgegenwirken, sondern auch eine nur für das KKW zuständige Einheit der Kriminalpolizei. 12 Mitarbeiter hatten die Aufgabe, Personen zu überprüfen, Arbeitsunfälle zu untersuchen und Diebstähle aufzuklären. Hier auf dieser Baustelle gab es eigentlich alles. Hier gab es Beton, hier gab es Kies, hier gab es Steine. Eigentlich alles das, was sich der Häuslebauer so wünscht. Hier haben Sie die Möglichkeit gehabt, also Beton von der Baustelle runterzufahren, ohne dass es jemand mitbekommt. Das Gelände hier hinten war offen und hier konnte man mit einem Betonmischer rausfahren und den Beton hier dann in den angrenzenden Gemeinden zur Betonierung von Hofeinfahrten verwenden. Getreu nach dem Motto von Erich Honecker auf dem Parteitag, aus unserem Betrieb ist noch viel mehr rauszuholen. Und dieses Motto wurde hier dann in die Tat umgesetzt. Die Dimensionen des Kraftwerks waren schon rein äußerlich unübersehbar. Doch lange Zeit wussten die Bewohner der Umgebung nicht, was hier eigentlich gebaut wurde. Die DDR-Führung versuchte, mit Hilfe der Staatssicherheit, das Projekt so geheim wie möglich zu halten. Ja, eigentlich ist über die Baustelle selbst ja öffentlich nicht so viel bekannt worden. Letztendlich das, was hier in dem Sinne gebaut worden ist, die einzelnen Bereiche, die gebaut worden sind, die einzelnen Gebäude, die gebaut worden sind, das wusste man in der Umgebung nicht im Einzelnen. Eigens für die Überwachung des KKWs wurde von der Stasi die sogenannte Operativgruppe Kernkraftwerk gegründet. 10 Hauptamtliche und mehr als 100 inoffizielle Mitarbeiter wachten darüber, dass so wenig wie möglich nach außen drang. Das Wissen, das Know-how und die Technik sollte natürlich geschützt werden. Nach den Vorstellungen des Staatssicherheitsdienstes ging es um modernste sowjetische Technik, für die sich unter Umständen der Westen interessierte. Und dieser Wissensabfluss sollte verhindert werden. Das aber war gar nicht so einfach. Denn in Spitzenzeiten arbeiteten mehr als 10.000 Menschen auf der Baustelle. Und überprüft wurde von der Stasi jeder Einzelne. Wichtig war dem Staatssicherheitsdienst, dass die Personen, die Zutritt hatten auf der Baustelle, keine Westkontakte hatten, dass sie nicht politisch im Sinne der damaligen Doktrin vorbelastet waren, dass es keine Ausreiseantragsteller waren, dass sie keine Republikflucht planten, dass es auch keine, zum Beispiel keine Rückkehrer waren, die also einstmals in der Bundesrepublik lebten und dann wieder zurückgekommen sind. Also verschiedene politische Kategorien waren ausschlaggebend, um überhaupt auf der Baustelle beschäftigt zu werden. Die Komplexität der Baustelle und das Wissen um technologische Zusammenhänge überforderte die Staatssicherheit. Sie brauchte Fachwissen. Und das holte sie sich. Günter Klaus und Horst Paulus auf dem Weg zur KKW-Stasi-Zentrale im Verwaltungsgebäude. Hier, wenn du das hier siehst, das kannst du noch erkennen, hier war mal eine Mauer eingezogen. Aha, wieso das? Das kann ich dir sagen. Und zwar die ganze halbe Etage von hier bis dort ganz am Ende, das zog die Staatssicherheit ein. Und zwar offizielle Dienststelle war das, die hier auf der Baustelle war. Aha. Ja, und dann passierte aber noch Folgendes. Wir machen freitags mittags zum Abschluss der Woche, weil ja viele mittags nach Hause fuhren schon. Wochenrapport. Jawohl, wir machen den Wochenrapport und haben dann immer gesagt, was nächste Woche gleich anliegt.
Und plötzlich meldet sich einer meiner Kollegen und sagt zu uns, ab Montag bin ich nebenan. Und das nebenan ist hier, ja, wo die Mauer war. Wir waren platt, waren wir, nicht? Und hat er sich abwerben lassen. Die brauchten Fachleute. Also die Ahnung hatten von solchen Sachen. Der hatte auch das Fach studiert, in der Sowjetunion sogar. Ja. So. Ist das so, erfahre ich nach Jahren, dass meine Maurer, die ins Baufeld gehören, dass die im Verwaltungsgebäude des Generalauftragnehmers Mauern eingezogen haben. Ja. Das hätte ich mir bis zum Tode nicht mehr erträumt, dass ich darüber noch mal eine Information kriege. Man lernt immer wieder zu, nicht? Interessant. Sehr interessant, muss ich sagen. Eine Baustelle dieser Größenordnung hatte es bis dahin in der DDR noch nicht gegeben. Deshalb wollte man Fachkräfte, die schon einmal Erfahrungen mit Bauwerken in ähnlichen Dimensionen gesammelt hatten. Und lockte die Spezialisten mit Geld. Bis zu 2000 Mark im Monat konnte man hier verdienen. Etwa das Dreifache eines DDR-Durchschnittsgehalts. Hinzu kamen diverse Extras. Da diese Baustelle für die DDR wichtig war und die Arbeitsmoral hier eine große Rolle gespielt hat, gab es hier auch Sonderkontingente bei Konsumgütern. Also Gefriertruhen, Autos, Farbfernseher. Wir wurden auch zu Weihnachten bevorzugt mit Süßigkeiten beliefert, ob das die Weihnachtsmänner waren für die Kinder oder ob es die Kuba-Apfelsinen waren. Hier standen immer so 150 Schwalben, die im Sonderverkauf hier verhämmert wurden. Genau in der Säule. Wenn es immer zweimal im Jahr den Sonderverkauf im KKW gab, dann wurden die Schwalben zentnerweise abgeladen hier. Und dann freuten sich auch die Bauer der Umgebung. Ja, und ein Bauer auf einer Schwalbe. Ja, das brauchen wir heute nicht zu sagen. Die Schwalbe war eben was ganz Großes. Ja. Aber bei diesem Sonderverkauf gab es eben viele Dinge. Dann die Katastrophe von Tschernobyl. Am 26. April 1986 explodiert Reaktor Block 4 des Kernkraftwerks. Tausende Menschen sterben infolge des Unglücks. Zum damaligen Zeitpunkt hat es also keine gravierenden Bedenken bei den Leuten gegeben zu dieser Baustelle. Die Kernkraft ist eigentlich als eine sichere Energiequelle betrachtet worden. Und da hat ja außer einigen wenigen kaum jemand dran gezweifelt. Dass die Menschen hier einen direkten Vergleich mit uns ziehen konnten, war fast so gut wie unmöglich, denke ich. Denn erstens mal waren wir noch gar nicht so weit hier. Ja, es war ja noch nichts irgendwie nuklear bestückt und so weiter. Und zweitens waren wir hier, oder hatten wir hier einen ganz anderen Reaktortyp, den wir niemals genommen hätten wie in Tschernobyl. Und der wurde auch von der sowjetischen Seite nicht exportiert. Aus heutiger Sicht ist diese Denkweise kaum nachvollziehbar. Doch damals hält die DDR am Atomstrom fest. Zusammen mit den sowjetischen Spezialisten überprüft man alle laufenden Projekte. Dabei stellt sich heraus, durch Schludereien in der Planung und Lieferschwierigkeiten ist man mit den Bauarbeiten enorm in Verzug. Hinzu kommt, dass es in Sachen Steuer- und Regelungstechnik schwerwiegende Sicherheitsbedenken gibt. Das Kernkraftwerk Stendal war ein typisches modernes Kraftwerk aus russischer Sicht zum damaligen Zeitpunkt. Und davon sind viele in der Welt, in der östlichen Welt gebaut worden. Aber verglichen mit westlichem Sicherheitsstandard hatte es überhaupt keine Chance. 1987 besucht Erich Honecker die BRD. Er versucht, die politische Führung und westliche Firmen für das KKW-Projekt zu begeistern. Experten prüfen die Idee und kommen zu einem eindeutigen Ergebnis. Damals war klar der Beschluss, das macht man nicht und das lohnt sich auch nicht. Da wäre es sicher billiger gewesen, ein neues Kraftwerk zu bauen. Während auf politischer Ebene Gespräche geführt werden, formt sich in Stendal und Umgebung Widerstand gegen die Kernenergie. Ein Umdenken beginnt.
bis 1986 hatte ich überhaupt kein Problem mit Atomkraft, weil ich habe einfach den öffentlichen Verlautbarern geglaubt, dass das eine in den Griff zu bekommende Technik ist, die im Prinzip unproblematisch bis in alle Ränder gelöst ist und im Griff der Techniker ist. Und dann haben wir erstmal gesehen, dass diese Technologie weit davon entfernt ist, auch nur ansatzweise beherrschbar zu sein. Und das brachte bei uns sozusagen einen doppelten Bruch. Einmal den Bruch, dass wir gemerkt haben, wir sind jahrzehntelang belogen worden. Und zum Zweiten der Bruch, dass wir Experten nicht glauben dürfen. Malte Fröhlich gründet Ende der 80er Jahre zusammen mit anderen Umweltaktivisten die Gruppe Energiewende Stendal und versucht mit verschiedenen Aktionen die Arbeiter des KKWs von der Unbeherrschbarkeit der Kernenergie zu überzeugen. Wir sind doch einmal mit einem befreundeten LKW-Fahrer, der hier auch für das Werk gearbeitet hat, sind wir zu zweit ins Werk reingefahren, haben hier ein Holzkreuz für die Opfer der Atomtechnik aufgestellt und Blumen gepflanzt und dann in das Verwaltungsgebäude, in dem auch die MFS-Dienststelle saß, sind wir dann reingegangen zu zweit in Arbeitssachen mit Bauhelm und haben dann Flugblätter verteilt. Und das ging dann so lange gut, bis dann der Parteisekretär, der mich aus Veranstaltungen kannte, ansprach und fragte, ach Herr Fröhlich, Sie arbeiten auch hier? Und ich dann etwas überrascht sagte, ja, so direkt nicht. Und dann war dann klar, jetzt wird es Zeit zu gehen und konnten dann aber ungehindert durchs Werktor raus, weil die S-Bahn gerade vor der Tür stand und das Wachpersonal hat überhaupt nicht daran gedacht, von uns einen Ausweis zu sehen, weil wir sagten, oh, wir müssen jetzt aber ganz schnell, unsere Bahn wartet nicht. Ja, geht mal. Und dann haben wir nur gehofft, dass sie auch schnell genug abfährt und das ist sie dann auch. Natürlich gerät Malte Fröhlich durch solche Aktionen ins Visier der Stasi. Es gab Wochen, da sind wir, also ich persönlich und auch andere Leute aus unserer Gruppe, jeden Tag zum Verhör abgeholt worden. Von der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit weggefangen worden und befragt worden, teilweise stundenlang oder die Nacht über in der Zelle gesessen und befragt worden. Das war schon, also die Behörden haben schon versucht, Druck auf uns auszuüben. All das änderte sich mit der Wende. 15 Jahre hatte die DDR bis dahin schon am KKW gebaut. 5,8 Milliarden Ostmark waren da schon in das Projekt geflossen. Und eigentlich sollte Reaktor 1 schon seit 3 Jahren Strom liefern. Doch wegen gravierender Sicherheitsbedenken wollten weder die Politik noch ein westdeutscher Stromkonzern das Projekt zu Ende führen. So kam, was kommen musste. Als dann der Bundesminister für Bau und Umwelt hier erschien, der Herr Töpfer, da wusste ich, es ist vorbei. Und dann war es auch vorbei. Und dann wurde der Bau des Kernkraftwerkes abgeschlossen. So wie es war, halb fertig. Also das Jahr 1990 war eigentlich ein bitteres Jahr für mich, weil viele Leute, ich sag mal, die hier ganz große Arbeit geleistet haben an diesem Vorhaben, dass die dann hier gerade an diesem größten Vorhaben gehen mussten, weil hier Schluss gemacht wurde. Erst als man dann gemerkt haben, dass die einzelnen Bauarbeiter von dieser Baustelle abgerückt sind, dass wir dann so Mutterseelen alleine hier waren, dann wurde uns das so bewusst, dass das eben kein glückliches Ende ist. 1999 verschwanden die ehemaligen Wahrzeichen der Region. Kurz darauf wurde auch der nie fertig gebaute Reaktor zersägt. Und was passierte in Stendal? Mehr als 15.000 Menschen verließen nach dem Ende des KKWs die Stadt. Viele Leute zogen weg aus den Stadtvierteln, die damals extra für sie gebaut worden waren. Ganze Straßenzüge verwaisten. Das hat natürlich gravierende Auswirkungen gehabt. Wohnungsleerstand von ca. 6.000 Wohnungen, Schulschließungen, Schließung von Kindertagesstätten, Anpassung der Infrastruktur auf die geringer werdende Bevölkerung. Und der demografische Wandel für Stendal bestand zunächst einmal in Abwanderung. Heute präsentiert sich Stendal
als schicke Hansestadt im Herzen der Altmark. Eine Stadt, in der es sich leben und arbeiten lässt. Die schmucke Innenstadt lädt wieder zum Flanieren ein. Auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks haben sich bereits neue Investoren angesiedelt. Unter anderem Europas größtes Zellstoffwerk und eine Papierfabrik. Platz für Neuansiedlungen gibt es allerdings noch genug. Von der größten Baustelle der DDR zeugen heute nur noch Ruinen. Ja, wir bewegen uns auf unser altes Reaktorgebäude 1 zu. Ah. Bloß mit dem Unterschied, früher mussten wir über etliche Rüstungsfelder oben hoch kraxeln, bevor wir hier oben angekommen sind. Ja. Schauen wir mal hier. Die beiden Ingenieure Horst Paulus und Günther Klaus leben heute im Ruhestand. Ihren Glauben an die Kernkraft als sichere Energiequelle haben sie aber nicht verloren. Na, ich bin traurig, dass es also nicht mehr weitergegangen ist. Und ursprünglich war ja mal vorgesehen, weiterzuziehen, das nächste Kraftwerk zu bauen. Nicht? Das ist nun mal so. Das ist ja dazu nun nicht gekommen. Und nun wohnen wir hier und wir fühlen uns hier ganz wohl. Also es war nicht nur eine Herausforderung, sondern es hat sich auch großer Stolz damit verbunden, dass ich hier im KKW meine Tätigkeit aufnehmen konnte. Kraftwerksgegner Malte Fröhlich baut heute in ganz Sachsen-Anhalt Kinderspielplätze für Städte und Kommunen. Wenn ich hier in die Gegend gucke, dass hier Birken aufwachsen, dass das Gras immer näher ranrückt an den Reaktor, ist ein hoffnungsvolles Bild zum einen. Und zum anderen dieser Koloss, der hier immer noch steht, der ist schon Sinnbild für den Größenwahn. Er ist Sinnbild dafür, dass wir dieses Problem mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln nicht lösen können. Buchhalterin Christa Markgraf ist heute Rentnerin. Aus der Platte zog sie aus, wohnt in einem Einfamilienhaus, nur 15 Kilometer vom ehemaligen KKW-Gelände entfernt. Ich bin hier gerne hergefahren, ich habe hier gerne gearbeitet und ansonsten wäre ich auch nicht von 1977 bis zum Ende, bis ich dann meine Kündigung erhalten habe, bei der Firma dabei gewesen. Sonst hätte ich mir ja was anderes gesucht und ich fühlte mich hier auch irgendwie sicher. Lutz Kirchhoff arbeitete nach der Wende weiter als Polizeihauptkommissar. Seit 3 Jahren ist er Beamter im Vorruhestand. Ich muss sagen, wenn es die Wende nicht gegeben hätte, hätte es mich hier auf der Baustelle gegeben und hätte es hier auch den Strom von dieser Baustelle gegeben, wäre die Baustelle so weiter gebaut worden und entwickelt worden, wie sie geplant war. Und insofern hätte ich hier meine Tätigkeit gehabt bis zu meiner Berentung. Der Koloss von Stendal. 17 Jahre wurde an ihm gebaut, 5,8 Milliarden Ostmark wurden investiert, ein ganzes Dorf platt gemacht. Also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass es in Deutschland nochmal eine Renaissance der Atomtechnik gibt, dass es ausreichend vernagelte Köpfe gibt in Politik und Wirtschaft, die das immer noch wollen, die dem immer noch nachtrauern. Reaktorblock 1 wurde nie fertig. Atomstrom aus der Altmark gab es nie. Stattdessen wird der Schutt nun zum Bau von Autobahnen verwendet. Von Stendal geht es jetzt nach Prag. Wir schauen zurück auf die Ereignisse während des Prager Frühlings 1968. Geschichte Mitteldeutschlands, das Magazin. Gleich im Anschluss.